Hallo ihr Lieben, hier ist Christian Schemeier, Paartherapeut, Beziehungscoach und wir reden heute mal über 11 Dinge, die ich ganz schon gewusst hätte mit 25, die mein Leben, glaube ich, leichter gemacht hätten. Und ja, vielleicht ist auch mein neues Buch schon draußen, wenn du das Video guckst, stehen so ganz kurz davor, lang lebe die Liebe, aber ich mache dazu nochmal was über, ja, wie erhält man Langzeitbeziehungen, spannend, was kann man da so machen und so weiter und so fort. Ja, so ein Ratgeber zu Langzeitbeziehungen quasi, blende ich auch nochmal ein. Ja, gut, legen wir mal los, würde ich sagen. Du bist niemandem was schuldig. Also ich weiß, ich habe ja früher Kirchenorgel gespielt und ich habe jetzt auch wieder angefangen mit Klavierspielen, habe gerade ein Klavier gekauft und müsste eigentlich morgen kommen, freue mich voll drauf und ist super schön Musik zu machen, ist einfach nur ein Beispiel jetzt, ne? Aber Kirchenorgel gespielt, Droll 50 dafür gekriegt und ja, immer sonntags früh aufgestanden und ich weiß nicht was und es hat mir eigentlich nach einer gewissen Zeit keinen Spaß mehr gemacht und ich habe es einfach weitergemacht, weil vielleicht meine Eltern das wollten, weil vielleicht die Leute da in der Kirchengemeinde das wollten oder auch nicht wollten. Oder ich meinte auch nur, es will irgendjemand. Aber nur als Beispiel, du bist niemandem was schuldig. Du musst nicht diese Berufsausbildung machen, du musst nicht diese Beziehung führen, du musst nicht irgendjemandem Gefallen tun. Du musst einen Scheiß, du musst gar nichts. Ne? Man muss nur Verantwortung übernehmen, was man macht. Aber selbst das muss man nicht aktiv tun. Das passiert dann automatisch quasi durch die Folgen. Ja, Punkt 2, letztlich hilft dir keiner so, ne? Also natürlich, wenn du deinen Nachbarn fragst, ja, kannst du mal einen Gartenschlauch reparieren, klar, so schon, oder natürlich kann ein Partner dich total unterstützen, aber vielleicht nimmst du die Hilfe nicht an, ne? Es kann sein, dass jemand ganz viel für dich macht, aber du kannst es nicht annehmen, so, ne? Oder du kriegst eine gute Beratung, aber du kannst die Beratung nicht annehmen, oder du erkennst sie nicht als eine gute Beratung. Oder du denkst immer, dass jemand anderes dich rettet, dass eine Beziehung dich rettet, dass andere Menschen dich rettet, dass ein Berater dich rettet. Doesn't fucking happen. Also du musst an den Punkt kommen, wo du sagst, ich helfe mir jetzt. Niemand will mich herausziehen. Keine Religion, keine Lebensanschauung, keine Menschen, keine Schulen. Nichts wird dich hier rausholen. Also, und klar, du kannst was tun, du kannst sagen, ich helfe mir jetzt und steht auch schon in der Bibel, wer sich selbst hilft, dem wird geholfen, glaube ich zumindest. Und wenn du sozusagen dann in dieses Mindset reinkommst von, ich ziehe mich aus dem Sumpf oder ich bin bereit, mich aus dem Sumpf ziehen zu lassen, dann kann man natürlich auch die Hilfe von anderen annehmen. Also, aber letzten Endes, so vom Mindset her, ist dein Leben, ne? Dritter Punkt, sag immer die brutale Wahrheit. Also wenn ich das schon früher gemacht hätte, also was kann das sein? Das kann sein, dass du zum Jungen, oder was heißt ein Jungen, zum Jugendlichen, aber jungen Erwachsenen, wenn ich jetzt an 25 denke, hingehst und sagst, hey, ich finde dich toll, ne? Oder ich möchte Zeit mit dir verbringen oder ich möchte auf ein Date mit dir oder ich möchte nicht auf ein Date mit dir oder ich möchte diesen Gefallen nicht erfüllen. Oder ich möchte eigentlich ganz was anderes machen, ich möchte einen anderen Beruf machen, ich möchte diese Ausbildung nicht weitermachen. Und brutale Wahrheit heißt jetzt nicht, dass du jemand irgendwas vor den Koffer knallst, was der gar nicht hören will oder sondern du sagst deine Wahrheit, nicht co-abhängig, nicht People-Pleaser-mäßig. Wenn das alle machen würden, wäre ein Riesenschritt weiter, ne? Aber es ist nicht leicht, es ist wirklich nicht leicht. Versuche sofort, deine Träume zu verwirklichen. Ich glaube, jeder Gedanke, den man vielleicht, egal wann, 20, 25, 30, 35, irgendwann verwirklich mal meine Träume. Vergiss es. Du kannst so viel erreichen in einer gewissen Zeit, dass du einfach nichts, keine Zeit vertun solltest. Ne? Du kannst wirklich die dollsten Dinge erreichen. Du musst dir nur erlauben, jetzt sofort anzufangen. Ne? Du kannst, das ist auch eine Sache, die habe ich vielleicht auch am ehesten ganz gut verwirklicht gekriegt, dass ich sofort wusste, okay, ich will beruflich da und dahin, habe das sofort versucht umzusetzen. Und aber ja, überleg dir, egal wann, egal wie alt du bist, egal wie jung du bist, überleg dir, okay, wo will ich hin und lauf los. Ne? Auch das wird dir niemand abnehmen. Und ja, dann kannst du auch viel verwirklichen. So. Ne? Fünfter Punkt, die Menschen feiern Egomanen, also das ist mir immer klarer geworden, also wenn du denkst, wie kann, wenn du kennst vielleicht Leute, privat denkst, was sind das für Dumpfbacken, ne? Sind aber super erfolgreich, weil sie Schaumschläger sind,
große Klappe haben, sich ganz anders darstellen können. Das wird gefeiert in dieser Welt. Warum? Ich, keine Ahnung. Aber es bringt ja nichts zu hadern, ne? Wenn man nicht selber so drauf ist, kann man das auch nicht spielen irgendwie. Aber du musst nicht mitmachen in diesem verrückten Spiel hier. Du kannst ein anderes Spiel spielen, aber du wirst dann vielleicht nicht so abgefeiert, ne? Ja, sechster Punkt, übernimm Verantwortung. Ja, also eins, das haben wir ja im letzten Video schon teilweise besprochen, einer der größten Probleme sind, wenn du zum Beispiel jemanden kennenlernst auf einem Date oder so und der sagt, alle meine Partner waren Narzissten, waren Borderliner, ich bin immer das Opfer gewesen. Ja, wenn du immer die gleichen beschissenen Beziehungen hast, wer sitzt da in der Mitte? Das bist du, ne? Du bist dann auch das Problem, ne? Nicht nur die anderen. Und wenn es nur ist, dass du die mal wieder aussuchst. Und von daher ist es wirklich super wichtig, auch wenn dir schlimme Sachen passiert sind. Das heißt nicht, dass du daran schuld bist oder so. Ne? Das sage ich gar nicht. Das hat nichts mit Schuld zu tun. Das heißt einfach nur, ich übernehme Verantwortung, ne? Dass ich zum Beispiel jemand zu lange in meinem Leben gelassen habe, so, ne, dem eigentlich nicht gut tut, ne. Also natürlich gibt's Sachen, okay, wäre vielleicht auch noch ein Punkt, habe ich jetzt hier gerade nicht auf der Liste, man kann nicht alles beeinflussen im Leben, manche Sachen passieren einfach. Aber trotzdem so ein Mindset zu haben von, ich übernehme Verantwortung für meine Handlungen, so, und ich versuche immer wieder das Beste daraus zu machen, und wenn irgendwas schief läuft, überlege ich, was ich tun kann. Und sag nicht, was ja auch das Merkmal ist von vielen Minuspolen-Narzissten, ich weiß nicht was, ich habe nichts mit mir zu tun, ich mache nie was falsch. Das kommt man zwar weit mit hier im Leben, aber ich glaube, es macht einen nicht glücklich und es bringt einen vor allem nicht weiter. Ne? Siebter Punkt, du kannst in 5 Jahren, 4 Jahre, 5 Jahre, 6 Jahre, whatever, Unglaubliches leisten, kein Ziel ist zu groß, so, ne? Wahre Worte. Also man kann kurzer Zeit relativ wenig erreichen, also beziehungsweise muss man Glück haben, mit einem langen Zeithorizont, und du kannst auch noch einen langen Zeithorizont haben mit 60 oder 70 oder so. Ne? Ich habe jetzt von jemand gehört, der mit 60 angefangen Klavier zu spielen und hat bis 100 gelebt und hat dann noch alle möglichen Klavierkonzerte gespielt und so. Ne? Also du kannst jederzeit anfangen, wie gesagt, man muss Verantwortung übernehmen, muss vielleicht ein bisschen Energie reingeben, aber du kannst wirklich langfristig viel mehr leisten, als man denkt, kurzfristig häufig viel weniger, als man denkt. Also setz deine Ziele, setz sie nicht zu klein. So, ne? Achtens, bei den wirklich wichtigen Fragen, bei den wirklich wichtigen Fragen weiß keiner mehr als so, welchen Sinn hat das Leben? Es wird dir keiner... Du kannst für dich eine Antwort finden und die ist auch legitim dann so. Und das heißt, ich will jetzt auch nicht sagen, dass es diese Antworten nicht abstrakt gibt. Das weiß nur keiner, ne? Oder wie mein Ausbilder damals sagte, niemand ist näher an Gott irgendwie, ne? Auch die Leute, die sagen, sie wären es. Keiner weiß es letztendlich, ne? Was passiert, wenn wir sterben und was weiß ich. Also welchen Sinn hat das Leben? So diese großen Fragen. Also klar, wir laufen immer Leuten hinterher. Ich meine es auch nicht nur religiöse Fragen, auch so, warum fühle ich mich im Leben immer so und so? Oder warum, keine Ahnung, was gibt es noch für Beispiele? Ich weiß nicht, warum passiert mir immer dies und jenes? Also natürlich können andere Menschen dir so Anstöße geben, aber ich glaube, du kannst über ein gewisses Level kannst du nicht wachsen, wenn du immer wieder andere fragst. Ne? Also das ist ja auch ein Riesenthema von mir, dass ich immer wieder Leute gefragt habe nach irgendwas, wo ich dachte, die haben mehr Ahnung, und dann merkt man aber, nee, die haben gar nicht mehr Ahnung, und man macht sich selber nur kleiner damit. Ne? Also vielleicht wisst ihr, was ich meine. Ich bin wirklich überzeugt davon. Bei den wirklich wichtigen Fragen hol dir gerne Anregungen, beantworten musst du sie selbst. Ne? Neuntens, auch wenn andere es nicht feiern, ein einigermaßen fairer Mensch zu sein, lässt sich ruhig schlafen. Also ich glaube, bin tatsächlich überzeugt von, dass, vielleicht hört das irgendwann auf, dass die Welt gehört ein Stück weit den Schaumschlägern und Quatschköpfen und Leuten mit einem großen Ego, weil die sich einfach besser darstellen können. Und das wird nach wie vor, oder viel Drama liefern, das wird nach wie vor sehr stark belohnt, aber es macht einen nicht glücklich. Wenn man mehr Schein als Sein macht einen nicht glücklich. Was darzustellen, was man nicht ist, macht einen nicht glücklich.
Und selbst wenn man durch unfaire Mittel vielleicht Vorteile für sich verschafft, also klar, jetzt zu lieb und nett zu sein in dieser Welt, kann man auch niemand dafür empfehlen, weil dann wirst du komplett übergemöngelt. Aber so einigermaßen fair zu sein, ich hatte mal Klienten, die hatten, weiß ich noch, der hatte einen Job, der, wo wirklich jeder sagen würde, ich will jetzt nicht jetzt zu sehr ins Detail gehen, aber der hat Dinge verkauft oder an Menschen angedreht, wo wirklich jeder sagen würde, absolut nicht in Ordnung, und der konnte nicht mehr schlafen. Ja, warum? Weil es reibt dann irgendwann auf, ne? So, ne? 10. Punkt. Geld muss fließen. Also ich bin überzeugt, dass so Menschen, die so geizig sind, ich will jetzt nicht sagen, es gibt sicherlich auch geizige Menschen, die erfolgreich sind, aber es hindert einen, glaube ich, ne? Also ich weiß gar nicht, woher kommt dieser Spruch, du, wenn das Geld zum Fenster reinkommen muss es zur Tür herausschmeißen. Also ist wirklich tatsächlich meine Meinung. Also jeder muss selber wissen. Will natürlich niemand anhalten, irgendwie riskante, waghalsige Dinge zu machen. Aber du musst irgendwie investieren in dich oder in Ideen, die du gut findest, damit auch wieder was zurückkommen kann. Ne? Immer so klein, klein bringt nicht viel so, ne? 11. Punkt, ganz wichtig, finde ich auch immer noch total spannende Geschichte, das Gesetz vom abnehmenden Grenznutzen. Was ist das? das könnte man zum Beispiel auf Drogen anwenden, so, ne? Erste Mal Drogen nehmen, also ich habe leider Filme jetzt, ich weiß, ich bin da schrecklich uncool und bin da noch nicht mal für die Cannabis-Legalisierung. Sorry, dass ich da so oldschool bin, aber Drogen, leider keine Erfahrung, fast keine. Wenn das erste Mal Drogen nimmst, ist bestimmt cool. Ja, das zweite Mal schon nicht mehr ganz so cool. Und dann nimmt der Nutzen für jedes weitere Mal Drogen nehmen, nimmt gewaltig ab. Das kann man auch sagen über liebessüchtige Beziehungen. Ne? Das kann man auch sagen über sein ganzes Leben, was ja auch viele propagieren, nur so an Spaß und also kurzfristigen Spaß und kurzfristiger Bedürfnisbefriedigung auszusetzen, kann man machen. Muss mal wieder, ist wieder hier Punkt so und so, übernimm die Verantwortung, wenn du dein Leben so leben willst. Macht bestimmt auch viel Spaß, aber viele Dinge im Leben haben eben diesen abnehmenden Grenznutzen. Das heißt, der Nutzen davon lässt rapide nach und manchmal, also gibt schon Hinweise darauf, dass Menschen, die so auf langfristige Bedürfnisbefriedigung setzen, man soll ja seine Bedürfnisse befriedigt bekommen, aber die also müssen langfristig orientiert sind, ja, dass die müssen glücklicher sind, so, ne? Gut, das war's für heute. Das war aber nur Teil 1. Wer da noch mehr von machen, was denkt ihr dazu? Schreibt es gerne in die Kommentare. Falls irgendwann mal dann mein Buch mal auf dem Markt ist, sage ich schon mal gleich. Ich habe es ja diesmal selber veröffentlicht, published bei Christian Hemschemeyer. Also freue mich über eure Unterstützung, positive Bewertung oder Feedback. Und wir sehen uns bald wieder. Ciao, ihr Lieben.